Der erste Bravo Smart darf auf dem Tracklist mit dem ganz Großen spielen. Klein, leicht und hackert. Klingt spannend, doch leider setzt Mercedes statt auf Kurvenspaß auf untersteuernde Kurventrauer. Mit Vollbremsattacken erstickt das nicht abschaltbare ESP von dem Ansatz jegliche Fahrer. Schade, denn die 75 Turbobeule hätten sonst wesentlich mehr Lauf. Der Innenraum, formschön plastiniert und doppelt aufgewarzt, schmeichelt sofort. Der nackte Preis damals um die 18 Millionen. Und nun, ganz klar, der Smart 2 Bravo soll's besser machen. Tiefer, breiter, stärker. Die neue Brabus Evolutionsstufe setzt genau da an, wo die alte stehen. Vor allem die Fahrdynamik dank breiterer Spur und längerem Radstand soll neue Würze bringen. Die wohlige Zweisamkeit dank schick gespannter Ledersessel ist geblieben. Und wer den Turbo pfeifen lässt, spürt die Vehemenz von 98 Pferdestärken. Der Smart Fortwo, ein universelles Lifestyle-Produkt, das auch Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda überzeugt. So sehr sogar, dass daraus eine interessante Geschäftsidee entstanden ist. Die Idee war, ein Auto zu finden, was den Menschen sympathisch ist, gleichzeitig um einen Euro, ein Preisbrecher absolut pro Tag, damit die Leute fahren zu lassen. Smart fahren für einen Euro am Tag? Das rechnet sich ganz einfach, das Auto wird ja auch gleichzeitig als Werbefläche verwendet. Also unsere Werbekunden kommen her, mieten die Werbefläche Smart, haben ungefähr 12.000 Kontakte, Werbekontakte am Tag. Das Auto ist dann beklebt mit Werbung. Deswegen können wir es dann natürlich, weil die Werbung bezahlt das Auto, um einen Euro den Kunden anbieten. Das Geschäft mit den werbefinanzierten Cityflitzern profitiert vom guten Namen der Formel-1-Legende Lauda und funktioniert mit geringem Personalaufwand. Also die Mitarbeiter sind bei uns nicht sehr viele, um es auf den Punkt zu bringen, weil Smart Autos zu vermieten um einen Euro, da muss man auch die Mitarbeiterzahl zurückhalten. Ich kenne sie alle persönlich, ich kenne sie, also damit gibt es auf dem Gebiet überhaupt kein Problem. Für Niki Lauda hatte der Ursmart von Beginn an seinen Reiz. Smart-Idee war eine grandiose, ein kleines Auto mit wenig Verbrauch für die Stadt. Man kann ihn quer parken, man kann ihn überall parken. Das Auto hat einen Sympathiewert, es fährt super, es ist technisch in Ordnung, es ist sicher. Dennoch, einige Schwachpunkte des ursprünglichen Konzepts konnte erst das Smart 2 beseitigen. Die größte Leistung haben sie gebracht jetzt mit dem neuen Smart. Das ist für mich der erwachsene Smart geworden. Nämlich vom Grundprinzip das gleiche Auto, etwas länger, weil er hat natürlich ein kleines Platzproblem gehabt. Fahrt jetzt wesentlich angenehmer, weil der Motor wurde aufgerüstet, das Getriebe wurde verbessert. Also der neue Smart ist wirklich mein Liebling geworden. Und als getunter Brabus-Smart ein verdammt schneller Strahlmeister. Der neue Brabus ist natürlich auch wie der alte Brabus war, eine Ausgeburt dieser Smarts, die von der Motorleistung sich wirklich unterscheidet. Also war man glaubt ja beim Wegfahren, dass sich das Auto aufstellt und wieder vorne auf den Rädern landet. Unter 10 Sekunden auf Tempo 100, Spitze 155. Die inneren Werte überzeugen. Die Originalität ist gewachsen. Ich finde ihn innen wesentlich aufgeräumter und pragmatischer, wie mir ein Auto sympathisch ist. Die Spannung steigt. Überzeugt die Brabus-Version des neuen Smart 2 sogar den kritischen Gasfuß und Odometer eines dreifachen Formel-1-Weltmeisters. Das ist aber nicht schlecht, das Ding. »98 PS. Jeder jammert, warum er nicht 100 hat. Vollkommen sinnlos, weil die 98 für dieses Auto mit dem Gewicht der Größe ist eine absolut perfekte Motorisierung. Sie sehen, die Kamera wackelt schon. Da merkt man natürlich hier sofort, was hier mit diesem Fliegengewicht eines Autos zu machen ist. Weil die breiten Reifen machen das Leben natürlich noch lustiger. Nicht nur, wenn man ihn anschaut, sondern auch, wenn man um die Kurven rast damit. Oder rasen darf man ja nicht mehr, da sagen wir, flott durch die Kurve fahrt.
Also mir macht das Auto wirklich einen Spaß. Fazit nach der Testfahrt durch Wien. Für mich ist das natürlich das Top-Auto unter den Smart-Modellen, weil es PS hat, schnell geht, wirklich wendig ist und ein wirklich tolles Auto. Der neue Brabus Sport2 kann tatsächlich alles besser als der alte. Aber mehr Reife kostet auch mehr Wahres. Der Brabus Smart startet bei 16.500 Euro. Fürs Cabrio Exclusive werden satte 22.500 Euro fällig. Lifestyle.de